Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Und es geht direkt los mit nicht genügend Holz in der Tasche. In der letzten Folge haben wir unser Lagerhaus hier angefangen, sind auch ganz gut vorangekommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das diese Folge schaffen. Und dann, wie versprochen, ab in den Dunkelwald oder Dunklen Wald. Ich glaube, früher hieß es Dunkelwald und mittlerweile haben sie es in Dunklen Wald umbenannt. Warum auch immer. Zumindest habe ich das jetzt schon mal so gelesen. Ran mit dir und mit dir dort ran. Und hier und da. Ach, ist das schön. Es geht voran. Dann machen wir noch das 26 Grad Dach drauf. Und dann haben wir die eine Seite schon fertig. Das hat nicht richtig gesessen, ne? Nee, das habe ich gemerkt. Ja, so war richtig. Komm. Ja, jetzt passt es. Das sieht verdammt cool aus. Ich freue mich. Jetzt die andere Seite noch zumachen. Und uns hier noch einen schönen Eingang dran. Ist halt sehr groß geworden. Aber wir brauchen natürlich auch Platz. Dann schnell die Treppe. Hier ran und daran. Hier ran und daran. Und hier noch eine hin. Unser Bauhammer ist gleich schon wieder kaputt und Holz brauchen wir bestimmt auch sehr zeitnah wieder. Ich mache jetzt erstmal noch hier drüben. Ich sag's doch. Dann können wir auch gleich den Hammer reparieren gehen. Und zack, noch so einen Stapel geschnappt. Das ist trotzdem echt viel, was man braucht für so ein Häuschen, ne? Wenn ich jetzt mal in Relation setze, wie lange ich dafür gesammelt habe. Das ist schon Wahnsinn. Nein, ich wollte doch hier drüben hin. Kleines Dach, wo bist du? Ich suche jedes Mal aufs Neue wieder. Da ist es. Dass man die nicht nebeneinander gemacht hat, kann ich nicht verstehen. So, die Seite fertig. Hier drüben noch. Und dann haben wir es geschafft. Können natürlich da noch ein paar Wände und so reinziehen. Oder sollten wir natürlich auch. Aber das Grundkonstrukt steht dann erstmal. Und es ist so schönes Wetter hier. Achso, in der einen Folge, wo hier alles so vernebelt war, waren übrigens nicht meine ganzen Lagerfeuer an der am Schnellimbiss, sondern war tatsächlich Nebel, hatte ich nämlich beim Sammeln nochmal. Ich dachte es mir schon fast. Das wäre ja wirklich zu krass gewesen, wenn wir so dolle den Wald hätten verraucht. Ach komm, wegen dem einen. Das ist fies von dir, Spiel. Aber ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Es sieht echt cool aus. Ich freue mich sehr. Muss man da mal gucken, wie wir das mit den Wänden und so noch machen. Und das noch drauf. Sitzt das richtig? Ja. Cool, wir lassen die Leitern jetzt erstmal dran. Und dann müssten wir mal schauen, was wir jetzt hier am schönsten machen. Weil wenn ich die hier drauf setze, dann kriege ich die ja hier nicht mehr richtig zu. Das heißt, ich bräuchte hier so eine Schräge. Und die Schräge würde wahrscheinlich den Balken hier ersetzen, richtig? Ich hoffe nicht, dass das jetzt einbricht. Wie kann ich es richtig setzen? Komm. So. Ja. Das ist auf jeden Fall der Weg. Weiß nicht, offen lassen? Nicht unbedingt, oder? Hätte natürlich auch was, aber... So komplett ungeschützt? Nee, wir machen das zu. So. So. Und so. Und dann einmal hier um die Ecke, dass wir uns hier vorne den Eingang basteln.
Komm, setz es richtig drauf. Danke. Nee, möchte nicht. Was haben wir verbessert? Springen. Ist doch gut, dass ich immer mal blöd rumspringe. Und dann haben wir auch das. Wir können was zu essen vertragen, da hat er recht. Wir haben keine Pilze mehr einstecken. Da müssen wir nochmal gucken. So, ich habe jetzt Angst, wenn ich das wegreiße, dass der das dann hier am Ende doch das hier einfällt. Aber es geht noch. So, das sieht doch schon mal ganz schmuck aus. Wie wir den Eingang genau machen, habe ich mir noch nicht überlegt. Aber da wird uns auch noch was einfallen. Aber das ist wahrscheinlich auch ganz gut. Das reißt ja nicht sofort ab, wenn wir was rausnehmen, was dann von der Statik her nicht hinhaut. Sondern das braucht ein paar Sekunden. Ich glaube, das Spiel gibt dir damit einfach ein bisschen Zeit, was Neues reinzusetzen, so wie wir das nämlich gerade machen. So. Kann natürlich auch sein, dass es völliger Quatsch ist, aber logisch wär's. Die Sonne. Ich sehe fast nichts. Wir bauen hier natürlich dann auch noch so ein paar kleine Fenster und sowas rein. Gar keine Frage. Ja, aber was wir hier mitmachen, das sind dann die hier. Wir müssen uns nochmal kurz eine kleine Erhöhung basteln. Wir haben kein Holz mehr. Gib mir Holz. Vielen Dank. Ja, nochmal eine kleine Erhöhung basteln, dass wir hier ein bisschen besser rankommen. Und dann brauchen wir das Teil hier. Und machen das dann einmal so. Kriege ich das von hier drüben hin bestimmt, oder? Ja. So, dann machen wir hier noch die Dinger rein. Wenn wir hier drauf springen, können wir bestimmt, wenn ich mich besser anstelle. Komm. Ja. Das wird natürlich nichts, aber die Halbhohen sind... Achso, wir müssen dann einfach nochmal hier oben so ein Querding setzen. Oder so ein Schrägbalken, besser gesagt. Und den auch nochmal drehen. Dort weg und daran. Noch nicht ganz. Was haben wir jetzt hier drüben anders gemacht? Hier haben wir das. Wir nehmen mal kurz das Ding hier oben weg. Das hält ja nichts. So sieht's gut aus, aber kriegen wir das jetzt trotzdem noch reingesetzt? Na, so nicht. Ja, so wollte ich's. Okay, cool. Wir haben's zu. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Können natürlich überlegen, ob wir hier nochmal so ein kleines Schrägdach drauf machen. Würde bestimmt auch cool aussehen, aber wir machen jetzt erstmal nur zu. Und verschönern können wir das später allemal noch. Jetzt wäre noch eine Überlegung, ob wir hier eine Tür oder ein Tor dran setzen. Welche Richtung geht denn das dann auf? Wenn ich das so drehe, müsste es ja ein großes sein. Das habe ich vorne am Eingang verkehrt gemacht. Ja. Ich glaube, so ein großes Holztor sieht hier besser aus, ne? Als so eine kleine Tür. Das gefällt mir. Und wir machen hier noch zu. Ist jetzt noch nicht schön, aber das machen wir dann später noch schöner. Hauptsache, das Grundgerüst steht erstmal. Okay, das gefällt mir. Dann machen wir hier hinten jetzt noch zu. Und dann haben wir echt ordentlich Platz. Wahnsinn, sehr schön. Wir brauchen wieder Holzwände. 1, 2, 3, 4. Ach, verdammt. Das wird jetzt nochmal eine ganze Menge Holz fressen. Weiß nicht, kann ich noch einen Stapel tragen?
220 Kilo einstecken. Wenn ich jetzt 50 nehme, sind wir zu voll. Mit 20 Kilo. Übrigens mit gedrückter Steuerung-Taste könnt ihr die Stapel teilen bzw. verringern. Das hatte ich nämlich auch noch nicht gewusst. Dachte mir schon, dass es eine Funktion geben muss, aber wusste noch nicht genau wie. So. Wird schon wieder dunkel. Aber wir sind ja fast fertig. Hier hinten wird einfacher, hier haben wir keine Tür. Und der Hammer schon wieder kaputt. Dann machen wir schnell da hinten die Wand noch zu. Dann geht's schlafen. Ganz gemütlich. Und dann ab in den dunklen Wald. Ich bin sehr gespannt, weil Zinn und Eisen brauchen wir, damit wir die Schmiede, oder beziehungsweise ja, die Schmiede basteln können und auch etwas schmieden können. Und dann geht's nämlich so langsam schon an die Kupferrüstung. Jetzt müssen wir doch nochmal von außen ran. Wahnsinn, ist das Ding groß. Sehr, sehr geil. Jetzt haben wir hier hinten natürlich kaum Platz, aber wir können uns natürlich... Ah, ich mag die gruselige Musik nicht. Ich hab dann immer Angst, dass was passiert. Und wir sehen fast nichts. Können wir mal noch schnell so eine Fackel hier hin basteln? Hier oben drauf und hier. Ah, ein bisschen besser. Noch nicht sehr viel, aber ein bisschen. Nein. So nicht. Dann brauchen wir jetzt wieder das hier. Nee. Das war nicht korrekt. Und so. Bauen uns hier mal noch ein paar Leitern dran. Damit macht sich das Bauen wirklich am besten. Zumindest finde ich das. Kann man hier noch gerade verlängern? Nee, ne? Sind wir im Weg. Nicht weiter runter wahrscheinlich. Aber dann kommen wir hier nicht oben drauf. Nö, die habe ich doof gesetzt. So wollte ich das nicht. Na gut. Dann brauchen wir... Wo haben wir es denn? Hier drüben, das kleine Teil. Einmal drehen. Und dran. Und dort auch. Und hier kommen jetzt die kleinen Wände rein. Und dann haben wir es schon so gut wie geschafft. Den ganzen Spaß hier oben nochmal. Und hier noch eine Wand reingezogen. Wir müssen jetzt... Ach, ich möchte nicht runterfallen. Fallschaden kommt doch mal schon relativ schnell im Spiel. Gut. Wieder abgebaut. Und den ganzen Spaß hier drüben noch schnell gemacht. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Ja, Folge ist noch nicht zu Ende. Also haben wir es in anderthalb Folgen circa hingekriegt. Das Häuschen hier zu bauen. Kein Holz mehr. Das ist okay, denke ich. So, wir müssten 25 noch hier rumliegen haben, genau. Wir müssen mal unbedingt was essen. Hätten uns auch vorher mal ausruhen können, aber das Bauen braucht eigentlich nicht so extrem viel Ausdauer. Warum ist das jetzt alles... Ach, wir hatten noch genug Holz. Wir sind nicht mehr in der Werkbank drin. Na super. Wohin geht die denn? Hier den Kreis gerade nicht. Ja, noch eine Werkbank wollte ich jetzt nicht bauen. Dann versuchen wir es von hier unten. War das richtig? Irgendwie sieht es nicht richtig aus, oder? Kann nicht mal abreißen, wenn mir eine Werkbank fehlt. Das ist ja doof. Ach, jetzt haben wir hier den Zaun doch zu nah dran gesetzt. Vielleicht machen wir es von innen. Oder wir gucken nochmal kurz von hier drüben.
was wir jetzt hier fabriziert haben. Ne, das ist auf jeden Fall nicht okay. Wo kann ich sie hinsetzen? Los. Dahin. Machen wir es halt doch so. Das ist jetzt richtig? Ach, ich brauch doch das andere. Das muss doch dran. So, jetzt ist es richtig. Sind wir fertig jetzt? Glaube ja. Nee, hier ist noch. Jetzt sind wir fertig. Hey, wir haben es geschafft. Werkbank können wir erstmal kurz hier stehen lassen. Jetzt geht's schlafen. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist. Gucken uns das gleich nochmal im Hellen an. Und dann will ich auch wirklich weiter. Was? Bett benötigt ein Feuer in der Nähe. Warum denn das? Damit wir nicht erfrieren in der Nacht. Du sollst nicht stehen. Du sollst dich hinlegen. Jetzt ist Feierabend. Hast genug gearbeitet. Geht natürlich immer mit seinem Bauhammer ins Bett. Wer kennt's nicht? Diesmal kam kein Spruch. Bin enttäuscht. Lasst uns mal kurz schauen, aber ich glaube, Pilze haben wir nicht mehr, weil Essen hatte ich eigentlich alles hier drüben. Nee, haben wir nicht. Und es ist schon wieder so vernebelt. Okay, das haben wir. Hier hinten ist alles zu. Die Ecken machen wir dann früher oder später auch mal noch. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt wirklich genügend Platz für Truhen. Bin gleich mal eine zimmern, dass wir wenigstens das Inventar noch leer kriegen. Es gibt an sich mehrere Möglichkeiten. Wir könnten die Truhen auch für so stellen. Dann kriegen wir mehr hin. Finde ich aber einerseits nicht schön und andererseits können wir dann die Schilder auch nicht so schön drüber basteln, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist natürlich die Frage, die so hinbauen, kriegen wir dann zwei übereinander oder müssen wir die weiter vorne hin? Wo bringen wir die Schilder an? Jetzt haben wir natürlich ein Schrägdach. Na gut, wir fangen erstmal hier hinten an. Hier eine hin. Hier eine hin. Hier. Und hier. Das soll uns erstmal reichen. Und dann lasst uns mal das Inventar jetzt erstmal leer packen mit den Sachen, die wir definitiv nicht brauchen. Ach ja, Blaubeeren habe ich noch gefunden. Als ich nicht aufgenommen habe. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich war nämlich schon mal auf der Suche nach dem Dunkelwald. Damit wir nicht komplett planlos hier hin und her irren. So, hier nochmal hin. Also Holz würde ich ein bisschen eingesteckt lassen. Das ist okay. Falls wir doch mal zwischendurch eine Werkbank oder sonstiges bauen müssen. Unsere Rüstung nehmen wir natürlich mit. Die Fackel. Ja, die können wir uns später nochmal neu bauen. Und ansonsten sind wir hier soweit auch ganz gut ausgerüstet. Das haut hin. Ausgeruht haben wir noch 10 Minuten, ist auch okay. Und zwar war ich nämlich hier unten in der Ecke. Und da würde ich sagen, machen wir uns jetzt auch wieder hin. Ich habe noch nichts gefunden, kein Dungeon, kein Zinn, kein Erz, kein sonst irgendwas. Ich wollte auch eigentlich bloß hier unten mal ein bisschen gucken, ob da noch was Schönes kommt. Und dann kam der Dunkelwald und dann dachte ich mir, hey, dann weiß ich zumindest gleich, wo wir im Let's Play hin müssen. Wir brauchen eventuell noch ein paar Pilze. Wie viel haben wir jetzt? 4 Fleisch haben wir mit. Ach komm, lasst uns mal noch, obwohl, na doch. Lasst uns noch schnell ein bisschen Fleisch einpacken. Es tut mir leid. Ah, jetzt habe ich es aktiviert. Naja, jetzt seht ihr es. Oben haben wir es stehen, 5 Minuten hält es an. Unten 20 Minuten Abklingzeit, hatte ich in der letzten Folge ja schon erwähnt. Und jetzt sehen wir es halt auch, wie wenig uns Sprinten tatsächlich abzieht. Ein Wildschwein lassen wir erstmal in Ruhe. Das soll mal schön in der Nähe von unserem Haus bleiben. Das würde ich dann nämlich ganz gerne zähmen. Nochmal eine Himbeere rein und jetzt ein bisschen Augen offen halten nach Pilzen. Blaubeeren hätten wir natürlich auch essen können. Ich jetzt noch nicht dran gedacht.
Hat zumindest ein paar Pilze. Dass wir wieder alle drei Plätze belegt haben. Was haben wir denn hier? Sind alles noch Himbeeren? Ja, ist doch gut. Hat doch eh keine Chance. Ganz schön mutig, die kleinen Kerle. Oh. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Also klappt wirklich gut mit dem Pfeil- und Bogenschießen. Da war noch eins, das rennt jetzt natürlich weg. Überall nur Himbeeren, ich hätte gern Pilze. Wo seid ihr? Und hier müsste es dann, glaube ich, losgehen, weil hier haben wir Nadelwald. Was ist das? Das habe ich noch nicht gesehen, ich schwöre. Ist das ein Dungeon? Ich habe es wirklich noch nicht gesehen. Ich war zwar hier in der Ecke, aber das Teil habe ich nicht gesehen. Bin hier nur kurz reingelaufen und direkt wieder abgehauen, weil drei oder vier von so einem Grauzwergen auf mich zukamen. Na komm, da sind Skelette. Ja, ich habe gehört, wo Skelette sind, sind auch meistens Dungeons. Das sieht ja auch stark aus wie einer hier. Was mir nur gerade ein bisschen Angst macht, ist, dass wir nicht volle Leben haben, die wir haben könnten. Ach, ich hätte die Nixenschwänze mal noch mitnehmen können. Das wäre doch eigentlich eine gute Kombination gewesen. Verdammt. Kann er nur Bogen schießen? Noch ein Skelett? Ah, die sind ja wirklich easy. Die habe ich mir schlimmer vorgestellt. Wir hatten, glaube ich, schon mal ein Skelett. Relativ am Anfang. Das ist wohl doch kein Dungeon. Oh doch. Oder nicht? Nee, es ist nur eine. Okay, es ist nur was Gebautes. Aber auch hier schauen wir natürlich einmal nach. Mit Steinbauen wird dann auch nochmal interessant. Oh Gott. Also es gibt auch welche mit Schwert anscheinend. Und perfekt geblockt. Das funktioniert auch immer besser. Cool. Nö, alles klar, ist kein Dungeon, schade. Ah, Fallschaden. Na, greif auch an. Aber hier ist schon gut was los im Dunkelwald. Deswegen ärgert es mich umso mehr, dass wir hier nicht voll belegt sind, was das Essen angeht. Sterben möchte ich nämlich nicht unbedingt. Karottensamen, ey, sehr cool. Da können wir nämlich dann früher oder später unsere kleine Farm bauen. Ja, wenn es im Dunkelwald hier natürlich dauerhaft so abgeht, dass wir hier nur am Kämpfen sind, dann macht mir das doch sehr Angst. Oh, wir sind schon bei 4 Überminuten. Wir müssen erstmal ein Folgenende machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.